Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Königin des Friedens, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ist jemand von euch das erste Mal in Medjugorje? Ja. Jemand? Also, ich sage immer, diese Gnade, auch hier zusammen zu sein. Da danken wir erstmal dem Wolfgang und dann auch der Mutter Gottes, dass wir hier sind. Möchte ich immer dieses Anliegen auch dabei dazugeben. Dass auch das Zusammensein, das wir jetzt haben hier, uns helfen möge, die Worte der Mutter Gottes zu verstehen und zu hören, die uns sagt, liebe Kinder, danke, dass ihr meinem wohlgefallen seid. Genau. Das ist persönlich. Muss man mal nachdenken. Und auch meine Geschichte, die ich kurz erzählen möchte, dann ist auch eine Frucht von dieser Antwort, weil viele Leute für mich gebetet haben, viele Jahre her, und heute können wir vielleicht die sein, die die Mutter Gottes ruft, nicht nur für uns zu beten, natürlich, wir brauchen, wie die Mutter Gottes sagt, die persönliche Bekehrung. Und sie hat gesagt, liebe Kinder, wenn ihr euch bekehrt, durch eure Bekehrung helft ihr anderen. Und so habe ich das wirklich in meinem Leben erfahren. Dank dem, dank Medjugorje, dank Leuten, die an diesen Ruf gefolgt sind, bin ich hier eben und möchte mit euch diese Zeit verbringen kurz. Und ihr wisst, ich bin da, ich heiße Roland, ich komme aus Südtirol. Wisst ihr, wo Südtirol ist? Ja, selbstverständlich. Vielleicht seid ihr schon mal da gewesen, oder? Ja. Und lebe hier, aber schon in Medjugorje, habe diese Gnade, aber auch eine Mission, nicht? Hier in Medjugorje seit 20 Jahren. Seit 2002 bin ich hier, aber meine Bekehrung ist noch früher gewesen, die ich eben mit euch eben, möchte euch kurz erzählen. Und meine Mission hier ist auch die Musik, also die Anbetungsmusik und durch Musik zu beten. Und ihr wisst, dass der heilige Augustinus gesagt hat, wer singt, der betet doppelt. Aber er hat gesagt, wer gut singt, betet doppelt, okay? Das ist ja das erstmal weg. Nicht? Aber nee, Achtung, und das ist für mich, ich habe mal darüber nachgedacht. Nicht? Das ist schön, weil der heilige Augustinus hilft uns zu verstehen, was die Mutter Gottes, also es ist sicher viel, nicht? Aber eines, was die Mutter Gottes meint, wenn sie sagt, liebe Kinder, betet mit dem Herzen. Und das ist das Gut. Nicht? Nicht jeder ist professionell, natürlich oder so. Aber wichtig ist, dass wir mit dem Herzen singen, dass wir mit dem Herzen die Sachen machen, das heißt mit Liebe. Und wenn man etwas mit Liebe macht, dann ist man auch im Stand, ein bisschen, wie sagt man da, ein bisschen mühsame Sachen anzunehmen. Nicht? Etwas, was schwer ist, das ist. Aber aus Liebe macht man das. Also möchte ich, wir sind hier in Medjugorje. Wie die Mutter Gottes auch gesagt hat, es ist Zeit der Gnade, auch hier zu sein wieder, für viele nach langer Zeit, beten wir mit einem Lied zusammen, dieses Anliegen, das die Mutter Gottes hat. Liebe Kinder, betet für alle, die die Liebe Gottes noch nicht erfahren haben. Das sind eben vielleicht viele Menschen, die wir auch im Herzen tragen, aber können auch wir sein, gell? Oft können auch wir sein, weil je mehr wir die Liebe Gottes erfahren, umso freier werden wir, weil die Liebe Gottes eben frei ist. Also wie ich in meiner Erfahrung gehabt habe, gratis, heißt das aber auch auf Deutsch, ne? Gratis. Also gibt es da ein anderes Wort? Umsonst. Umsonst. Super, danke. Schön. Also auf Deutsch. Umsonst. Das heißt, man muss nicht eben etwas machen, die ganzen Interessensbeziehungen, so wie halt unsere Welt ist. Deshalb lade ich euch ein, diese Gesten zu machen, wenn ihr es schafft. Müssen wir die rechte Hand aufheben. Geht das? Schafft ihr das? Doch. Oh, super. Schön. Also da singen wir dann zusammen. Ja, Jesus liebt mich. Machen wir so. Ja, Jesus liebt mich. Und dann kommt der zweite Teil, der ist sehr anstrengend. Da müssen wir uns auftun. Und zwar, ihr zwei, ihr zwei, ihr zwei. Und das Halleluja machen wir dann so. Halleluja. Ah, ah, ah. Okay? Schafft ihr das? Okay. Also, wer allein ist,
Wer allein ist, der macht es mit seinen Schutzengeln. Okay, ich mache also versuchen. Ja, Jesus liebt mich. 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 Halleluja. Ah, ah, ah. 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 Ja, Jesus liebt mich. 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 Halleluja. Ah, ah, ah. 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 Ja, Jesus liebt mich. Jetzt sagen wir, ja, Jesus liebt dich. 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 Halleluja. Ah, ah, ah. 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 Ja, Jesus liebt dich. Ja, Jesus liebt uns. 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 Halleluja. Ah, ah, ah. 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 Ja, Jesus liebt uns. 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 Halleluja. Ah, ah, ah. 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 Ja, Jesus liebt uns. Halleluja. Halleluja. So, ja, sieh, ja, auf. Ja, das ist schön. Das ist der Heilige Geist, ja, der die Herzen öffnet auch durch das Singen, durch die Musik. Und deshalb, ich sage immer, es ist eine Gabe Gottes. Auch die Kunst, nicht, und so, die kann man für das Gute gebrauchen, aber auch für das Schlechte und das Böse. Nicht? Und das ist eben meine Erfahrung. Also, wie gesagt, mein Name ist Roland, ich bin hier in Medjugorje. Dank eben dem Gebet vieler Pilger auch hier, dieses Geheimnis von Medjugorje. Alle Pilger, die also Großteil, also fast alle, die hierher kommen, die irgendwie werden auf die Berge geschliffen, ne, da wollen sie aber nicht. Und da macht man eben das, was in unserer Wohlstandsgesellschaft fehlt, ein bisschen Opfer. Das war, also, und ich sage, eines meiner größten Probleme in meinem Leben ist,
dass mir irgendwie nicht gelehrt worden ist oder nicht genug, sagen wir, Opfer zu bringen. Weil das ist der Schlüssel zum Glück, zum wahren Glück. Und in meiner Jugend, wie viele Jugendliche, und die Mutter Gottes hat eben gesagt, liebe Kinder, ich bin besorgt für die Jugend. Das ist sehr viele Jahre her, also einer der Botschaften. Weil sie eine sehr schwierige Situation leben. Heute versteht man das immer mehr. Aber sie hat dort eben, das Schöne ist, dass sie nicht beim Problem stehen geblieben ist, die Mutter Gottes, sondern hat auch gesagt, wie man helfen kann. Und sie hat gesagt, ihr könnt ihnen helfen. Und ich sage nicht nur den Jugendlichen, jeden. Durch das Gebet und das Opfer. Da braucht es kein Doktorat, nicht? Da braucht man keine große Wissenschaft, da braucht es den Glauben. Und die letzte Botschaft vom 25. August jetzt, hat sie gesagt, das ist so schön, nicht? Ich halte Fürsprache vor Jesus, meinem Sohn, für euch, dass ihr einen starken Glauben habt. Und dieser Glaube eben, wird auch praktiziert, indem man betet. Weil wer glaubt, dass das Gebet eine Frucht bringt, der betet. Wer nicht glaubt, der betet nicht mehr. Und ich eben bin so dankbar, dass eben viele Leute an diese Einladung, also dieser Einladung gefolgt sind. Und bei mir eben, als ich 12 war, wie viele Jugendliche, das ist so ein kritischer Moment, nicht, irgendwo, habe ich angefangen, eben diesen teuflischen Geist, also ihr kennt Lucifer, kennt ihr Lucifer, wisst ihr, ja, ihr habt noch mal was gehört davon. Das hat mich sehr also betroffen, als ich es so gelesen habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, deshalb, aber da hat er gesagt, das Gegenmittel für Lucifer ist der heilige Erzengel Michael. Weil der hat eben das Gegenteil gemacht. Nicht? Was hat der Lucifer gesagt? Er hat sich rebelliert, sagt man das, ja, rebelliert. Ja. Er hat gegen den Gottesplan rebelliert. Und das ist irgendwie den Geist, den ich wirklich verspürt habe in meiner Jugend. Diese Rebellion gegen Eltern, Schule, Kirche, Institutionen, alles was eben eine Ordnung gibt, nicht? Wo man muss eben lernen und was für den Menschen gut ist, wo man lernt eben irgendwie auch Opfer zu bringen. Und so habe ich eben angefangen mit meinen, und das unterstreiche ich immer, weil, wisst ihr, die schlechten Freunde. Es gibt die guten und die schlechten, also die schlechten Freunde. Und das ist so ein, wie ein, eine Verbindung und ein, eine Vereinigung der Teufel. Ne? Das heißt, weil da treffen sich dann die, die eben dieselben Geister haben. Nicht? Und deshalb versteht man sich mit denen. Dann haben wir angefangen, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen, stehlen gehen, sich auf die, sich unterhalten auf die anderen, nicht? So ganz schlimme Sachen, die man vielleicht alleine nicht machen würde. Nicht? Das macht man halt besonders, wenn man jung ist oder so, nicht? Das macht man dann zusammen. Warum sage ich das? Nicht? Weil das Böse hat auch diese Gemeinschaft, nicht? Um noch mehr Böses zu tun. Und hier in Medjugorje passiert das Gegenteil. Eben daher, da vereint sich das Gute. Weil hier macht man in Medjugorje oft Sachen, die man allein nicht machen würde. Wie oft, nicht? Ist der Schub, nicht? Also die andere hat es gemacht, mache ich es auch. Nicht? Und so ist es einfach. Wir sind so, aber das hat eben auch das Böse arbeitet. So. Und so habe ich eben angefangen, wirklich habe ich versucht. Und das große Problem ist, dass ich wirklich meinte, glücklich zu werden dabei. Ich suchte, glücklich zu sein, nicht? Auch mich in diesen Sachen zu rebellieren, habe ich gedacht, ja, das bringt mir Freiheit, das ist schön. Und natürlich Alkohol, Droge und ich sage immer die Todsünde, die sehr unterschätzt wird, weil dort fängt alles an. Wenn man in Todsünde lebt, dann hat man nicht mehr die Gnade Gottes, dann sieht man nicht mehr richtig. Und wisst ihr, was eine Frucht dieser Todsünde war? Mit der Droge, mit dem Alkohol und allem Rest. Und ich sage immer, für mich besonders die Musik, weil die Musik ist nicht neutral. Die Musik übertreibt was. Und es kann nicht sein, weil wir es auf dieser Welt leben und so ist, der Künstler übertreibt, was er im Herzen hat, mit seiner Arbeit. Nicht? Also man sieht ja, nicht, wenn man Architekten auch die zeichnen oder die etwas ausdrücken, die geben das raus, was sie drinnen haben. So auch die Musik. Lucifer war ja der Chef der Musik. Er hat ja die ganzen Musikinstrumente unter sich gehabt, den Lobpreis nach der Bibel. Wer denn? Lucifer. Ah, ja, ja, genau, richtig. Und so, es ist nicht neutral, wie ich dachte. Weil mein, was wichtig war, es muss dir gefallen. Also, wenn es dir gefällt, dann ist es auch gut. Nicht? Und natürlich, eine der Konsequenzen
war, dass ich überzeugt war, meine Eltern haben mich nicht lieb. Punkt. Warum denn? Weil sie versuchten, mir das zu vermeiden, was mir gefällt. Und das könnt ihr euch vorstellen, was mir gefiel. Ne? Aber eben, wie gesagt, ich habe meine Jugend in dieser Musik, in der Droge verbracht und wollte, mein Ziel war, ein richtig Heavy-Metal-Gitarrist zu werden. Wisst ihr? Da waren meine Idole, nicht? Idole. Was sind Idole? Idole sind Lebensbeispiele. Nicht? Also die sind, und ich war überzeugt, dass diese Gruppen, nicht, die also besonders in den 80er Jahren oder so, die haben eben diese ersten Erfolge, diese riesen Erfolge, ja, die sind cool, nicht? Das mal will ich auch machen. Und natürlich diese Musik, die schon, wenn wir sie anhören, da spürt man, was da rauskommt, besonders das Heavy Metal oder so, nicht? Das ist sicher eine Musik, die einem nicht den Frieden gibt, nicht? Auf jeden Fall. Aber nicht nur, es wird wirklich auch ein Geist der Rebellion übertragen. Und ich kann mich noch erinnern, wenn ich mich mit meinen Eltern aufregte, dann meine Zuflucht war diese Musik. Also mich voll zu stopfen mit dieser Musik und dann eben immer mehr, immer tiefer, habe die Schulen nicht abgeschlossen. Totale Katastrophe. Das nur, um zu sagen, wie meine Jugend irgendwie war. Und in dieser Zeit könnt ihr euch vorstellen, nicht? In Bozen, also Südtirol, die Freunde, die Freundeskreise meiner Familie wissen unsere Gesellschaft. Nicht? Also wir kennen uns alle, der Bankdirektor, der andere ist das, sind alles super Personen. Nicht? Wie geht's? Also alles gut, alles in Ordnung. Aber wem kannst du sagen, dass du einen drogensüchtigen Sohn hast? Oder dass du ein Problem in deiner Familie hast? Niemand. Deshalb sage ich, in dieser Zeit hat meine Mutter Vorsehung, nicht zufällig, eine Gebetsgruppe von Medjugorje kennengelernt, mit einer Frau, die dann von Bozen immer Medjugorje Pilgerfahrten organisiert hat. Und in dieser Gruppe hat sie Menschen getroffen, die anders waren, wo sie sich gefühlt hat, eben dieses Problem zu teilen und sagen, ja, mein Sohn, bla 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 bla, hin und her. Dann haben sie angefangen zu beten für mich, diese Gebetsgruppe. Und ich kann das noch mitvollziehen, weil ich war auf meiner in meinem Leben, kurz gesagt, das macht mein Zahn. Aber als meine Mutter von Medjugorje zurückgekommen ist, das erste Mal, kann ich mich noch erinnern, mit was für einem Enthusiasmus sie zu mir gekommen ist. Und ich hatte längere Haare, ich war so ein Rocker, das ist so typisch weg vom Fenster. Und mit was für einer Courage, weil da muss man auch Mut haben. Da kommt sie zu mir, Roland, du musst nach Medjugorje fahren. Die Mutter Gottes erscheint in Medjugorje, das tut dir gut. Ich weiß noch, nur Medjugorje hören, drinnen, was? Nein, niemals. Also, ich bin selber erschrocken, was da los ist. Man nennt die Kraft. Und dann natürlich war da nichts. Und so hat meine Mutter, ich weiß noch, sie hat die Statue, steht immer noch bei mir zu Hause, diese weiße Mutter Gottes Statue. Wie oft habe ich sie gesehen, als ich um 3 die Nacht von der Katastrophe nach Hause kam, total weg vom Fenster. Sie war dort vor dieser Statue mit den Tränen, Breten und so. Und ich natürlich nichts. Und ich weiß heute eben, dass wirklich die größte Kraft waren diese Tränen. Auch von meiner Familie, nicht? Die wirklich das, was tust du? Nur die Gnade Gottes hilft dem. Und ich sage eben, meine Familie allein hätte es nicht geschafft. Es hat die Gemeinschaft gebraucht. Deshalb hat die Mutter Gottes gesagt am Anfang der Erscheinung, liebe Kinder, wenn ihr nach Hause geht, bildet Gebetsgruppen. Die Gebetsgruppen sind stark, weil das werden wirklich so wie Oasen, nicht irgendwie in der Welt, wo Menschen wirklich Zuflucht finden können, weil sie die Hilfe finden. Nicht konkrete, sondern geistige, die einfach so schwierig ist. Und so haben sie halt gebetet und gebetet und so. Ihr wisst ja, die Mutter Gottes hat eine Botschaft gegeben, wo sie sagt, liebe Kinder, bittet um den Heiligen Geist, auf dass euch der Heilige Geist leite und führe, wie den anderen zu helfen. Und ich weiß nicht, also meine Mutti, und ich sage immer meine Mutti, also weil sie also mit den ganzen anderen, die dahinter waren, die hat eben das so wirklich in Praxis umgesetzt, dass sie, weil die hat mir immer, ist mir immer auf die Nerven gegangen, nicht irgendwie, was? So delikat auf die Nerven gegangen, ne? Roland, geh nach Medjugorje. Sieh mal wieder mal hin und her. Aber natürlich, die Zeit ist vergangen. Ich bin immer mehr tiefer in diese Drogenszene, aber auch diese Musikszene. Ich könnte da erzählen schon. Ihr wisst,
Und das ist, ich habe auch mal darüber nachgedacht, warum hat der Teufel so großes Interesse an dieser Musikszene für mich, aber nicht nur Musikszene, sondern Filmszene, Kunst, Bildung. Die sind, also warum denn? Weil eben die Musik, die Kunst und alles, die uns, also mich auf jeden Fall geprägt hat. Es prägt uns nicht. Und da werden diese Botschaften, ihr erinnert euch Pink Floyd. Ihr wisst auch, nicht Pink Floyd. Ja. Große Gruppe, habe nachstudiert, gell? Ja. Aber das weiß man, weiß aber, es ist, ich sage es immer, die Leute wollen es nicht glauben. Und da muss man aufpassen, weil wer nicht glaubt, das gibt es an diesen Ausdruck, es gibt keinen, auf Italienisch ist das, aber es gibt keinen schlimmeren Tauben, der, als der nicht hören will. Nicht? Also es ist, wenn einer nicht wissen will, dann sagt er, oh, das ist nur, wisst ihr, Jugendliche haben mir gesagt, als ich gesagt habe, dass gewisse Rockgruppen Satan geweiht sind, sagt, oh, nein, das ist nur Show, das ist alles nur Show. Okay, alles nur Show. Nee, Pink Floyd zum Beispiel, der Gründer, steht, das kann man nachlesen, nicht? Der war so unter Drogeneinfluss, dass er sich selber ausgeschalten hat. Nicht? Also das ist nun gleich am Anfang weg. Nicht? Dann hat sich die Komposition dieser Gruppe geändert, weil er zu viel Drogen... Und da ist im Italienisch ist das raus durch Alienazione. Wie heißt das? Wisst ihr, was das heißt? Alienazione. Das heißt, wenn sich einer entfremdet. Also er hat total seine Personalität verloren. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Wer ihm die Frage gestellt worden ist, wer hat hier diesen Namen inspiriert, wo kommt der Pink Floyd her, ne, dieser Name? Und dann hat er ihm diese komische Antwort gegeben, das haben ihnen die Alienen gesagt. Schon 1965. Und wenn wir auf der LP schauen, dann ist Freimaurerkreuz drauf, ne? Pyramide. Ne? Warum sage ich das? Besser wäre es, wenn es nicht wahr wäre. Das sage ich immer. Ne? Aber es ist ja, warum sind sie so interessiert? Weil ich kann mich noch erinnern, und das habe ich selber gespielt, diese Musik war für mich top. Und das hat einfach mein Gemüt, meinen Kopf gebildet. Ne? Und das war in diesem Lied drinnen. Another Brick in the Wall, das wisst ihr, also ein sehr bekanntes Lied, natürlich, We Don't Need No, ja, das war ein herrlicher Hymnus. Ich kann mich noch erinnern, ich bin in die Mittelschule gegangen, auch mit diesem, also, ja, We Don't Need No Education, wir brauchen keine, also, Bildung, wir brauchen keine Bildung, Lehrer, lasst uns Kinder alleine, ja, das ist natürlich klar, ne? das will jeder, ne? Diese Freiheit. Das war dieser Geist der Rebellion, hat irgendwie, und heute, wenn man heute in die Schulen geht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, sind die Jugendlichen wirklich fast unkontrollierbar. Das ist so dramatische Situationen, weil eben total diese Freiheit nicht irgendwie so hingebracht worden. Und dem, ich sage das persönlich, Drama, weil meine Geschichte, ich wünsche sie niemand. Aber da muss man sehr viel leiden in diesen Dingen, aber nicht auf der falschen Weise. Weil solange wir mit Gott leiden, dann hat jedes Leid hat einen Sinn. Aber die, die der Teufel aufträgt, nicht? Und die wir uns selber suchen, wegen der Ferne Gottes, die ist zerstörerisch, nicht? Dieses Leiden. Und wenn man, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht lernt, ein Opfer zu bringen, dann auf dieser Erde kann es einem nicht gut gehen. Weil es gibt gewisse Gesetze. Nicht? Ich meine, wenn man ein Haus baut, das Haus muss man bauen. Es kommt nicht, nicht so. Man möchte das so, das war auch mein Motto, alles sofort ohne Mühe. Irgendwie so lebt man, nicht? Von einem Vergnügen zum anderen. Und ich sage immer, es gibt, ein Mensch kann sich das ganze Leben vergnügen, aber nie glücklich sein. Weil glücklich sein ist was anderes. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist eben, dass diese Musik für mich wichtig war und mich geprägt hat. Und dann eben so weit weggebracht hat von der Wahrheit von mir selber, weil wisst ihr, ich habe eine Sklaverei mitgemacht, das fängt an, dass ich das mache und ich bin so, wie die anderen sind. Weg von mir selber. Und ich dann machte alle diese Sachen, um anerkannt zu sein. Von den Freunden, Freundinnen, von denen, dieser Kampf, man muss so sein, wenn man sich denkt heute, nicht, ja, jetzt macht sich einer ein Tattoo da drauf oder hinten drauf oder die Haare halb weg, nicht, man sich, nächsten Tag sind alle mit die Haare halb weg, ja, wieso? Ja, weil der macht es auch, dann bin ich angenommen. Hättest du das gemacht? Nee. Also es wird imitiert. Und so habe ich immer von einer Imitation zur anderen eben gefolgt und bin so
total katastrophal in meinem Herzen am Ende gewesen, aber das hat niemand gewusst. Ich habe gekämpft, nicht gegen das Gute. Weil wenn meine Mutter oder Leute, die das Gute sagen wollten, nee, nichts. Und da hat eben dieses war eine lange Zeit, wo ich wirklich dem nachgefolgt bin. Und in dieser Zeit, ihr kennt, vielleicht habt ihr gehört, die Heavy-Metal-Gruppe Krokus Schweiz oder Schweiz. Und da ist der Tommy Kiefer, da kann man nachschauen, der hat sich 86 das Leben genommen. Und Tommy Kiefer war einer meiner Idole. Da könnt ihr euch vorstellen, ne? Super, super Lebensbeispiele, ne? Weil das waren eben diese Gitarristen, die also wirklich von mir aus glücklich waren. Aber natürlich, warum hat er sich das Leben genommen? Natürlich, weil das nicht stimmt. Und auch heute haben wir in dieser Musikszene, Showszene, Filmszene so viele reiche, junge, alte oder was immer, diese Menschen, die es wirklich sehr schlecht denken. Erst letztlich habe ich wieder einen gehört, einen famosen Rapper, wie die heißen, nicht, wie sie jetzt sind, der eben auch sich das Leben genommen hat. Was ist das ein Zeichen, dass das wirklich eine Lüge ist? Eine Lüge, die eben ich glaubte. Und da kommt eben die große Kraft des Gebetes. Und deshalb sagt auch die Mutter Gottes zu uns, liebe Kinder, ihr wisst nicht, wie wichtig eure Person im Plane Gottes ist. Weil ohne meine Mutter, ohne andere Menschen wäre ich heute wirklich nicht da. Weil viele meiner, wie sagt man das, sind nicht Freunde, sind diese schlechten Freunde, viele sind gestorben an Overdosis oder haben den Verstand verloren und so. Und ich habe mal auch nachgedacht, ja, warum bin ich denn da? Das habe ich eben dann erst danach verstanden. Ja, du bist da, weil jemand für dich gebetet hat. Deshalb ist auch unser Gebet nicht nur wichtig für unser Anliegen, sondern auch für die, wie die Mutter Gottes sagt, betet für meine Anliegen. Auf jeden Fall, wie ist das gegangen? Meine Mutter hatte halt versucht zu tun, was sie konnte. Und eines Tages hat sie natürlich die Hoffnung verloren, es wurde immer schlimmer. Dann ist sie mit der Pilgerleiterin, eben diese jedes Monat ist ein Boot, vom Boot ein Bus runtergekommen, ist sie mit ihr reden gegangen und hat gesagt, schau, als ich nach Medjugorje gegangen bin, habe ich verspürt, sagt meine Mutter, dass, wie die Mutter Gottes, wenn sie das sagt, du musst Roland nach Medjugorje bringen. Und ich versuche das zu tun, seitdem sie da war, aber da gibt es nichts. Ich weiß nicht, was da draus wird. Und dann hat mir diese Pilgerleiter gesagt, schau, ich fahre in ein paar Tagen wieder nach Medjugorje, ich habe zwei Plätze frei. Komm, sag ihm, es ist gratis. Also es ist umsonst. Es ist umsonst, gehen wir schauen, ob er kommt. Und dann kommt halt meine Mutter wieder hin, wieder mit diesem Riesenmut, nicht göttlich nur, weil das war sehr unangenehm. Das Verhältnis in der Familie und so, da kommen sie ja, Roland, geh nach Medjugorje, oh, das ist schon wieder losgegangen. Nee, aber du musst gehen, es ist umsonst, gratis. Es ist umsonst, okay? Das kostet nichts. Dann habe ich so gesagt, jetzt haben sie mich, also in Italien noch ein Fregato, nicht? Jetzt haben sie mich getrickst. Nicht? Ich war so verärgert, nicht? Also um nichts anderes zu sagen, jetzt muss ich gehen. Ich habe gesagt, okay. Dann gehe ich zu dem Medjugorje da, jetzt gehe ich, fahre ich da runter, komme zurück und will nichts mehr wissen von dem. Dann, das weiß ich heute noch, da dieser goldene Bus, der goldene Fahrer, das kann ich mir noch erinnern, auf diesem Platz vom Bozen, wo man losfährt, so in einer Pilgerreise, komme ich hin, 50 fromme Pilger. Ich war der einzige Jugendliche, nicht? Mit der Rohrkochen. Was ist das? Ich soll da laufen. Natürlich eingestiegen ist, also kein Ausdruck, wie es mir gegangen ist. Dann geht's los. Das war 86, also da war noch Ex-Jugoslawien, Kommunismus. 24 Stunden oder sowas Fahrt, gell, da ist ganz anders runtergegangen. Rosenkränze, Gebet, ich bin fast gestorben, wollte. Also ein Schleudersitz irgendwo hin, also irgendwas, nichts mehr gegangen. Dann kommen wir endlich her da, was ist das? Da ist nichts. Was soll denn da ist an diesem Ort? Da war überhaupt nichts. Nicht? Wir waren in Siewicz dort untergebracht und da waren diese Steinhäuser, nicht? Also wie es so klassisch war. Das einzige Interessante, was ich hier gefunden habe, waren die Tabakblätter. Die haben diese Namen. Das war interessant natürlich. Nicht? Könnt ihr euch vorstellen. Und die Pilger haben halt die ganzen Runden gemacht, was da zu machen war. Ich war immer dort, wo wir untergebracht waren, habe nichts gemacht, habe nur gewartet, dass dieser Bus wieder zurückfährt. Nichts anderes als das. Nicht? Und da habe ich halt diese Tabakblätter ausprobiert und so hin und her. Und dann bin ich wieder zurück nach Hause und habe schlimmer weitergetan als wie zuvor.
Das sage ich nicht. Denkt meine Mutter, denkt an all die Leute, die sie gesagt haben, oh, jetzt ist er nicht geworden. Jetzt kommt er zurück und sicher wird er, da wird sich sicher was ändern. Also die schlimmen Freunde, da hat es sicher nichts. Und da habe ich verstanden, nicht, wie der menschliche, die menschliche Ebene und die geistige Ebene. Auf menschlicher Ebene kann einer sagen, ich bete nur Medjugorje, es hilft alles nichts. Ich kann euch heute noch immer sagen, wisst ihr, dass diese Fahrt meine Rettung war. Durch diese Fahrt, die auf menschlicher Ebene wirklich unnütz erscheint, war meine Rettung. Was ist passiert? Ich weiß halt, ich sehe das so nicht, aber die Mutter Gottes, ich bin hierher gekommen, hat schon mein Herz berührt gehabt, irgendwie dank dieser Tränen, Gebet, was auch immer, berührt. Aber ich habe natürlich nichts wissen wollen davon, bin zurück, habe weitergemacht und da war eben dieser Selbstmord von diesem meinem Idol und ich habe wirklich immer schlimmer weitergetan und diese natürlich die Effekte auch von Droge, Musik, Sünde hin und her, das war, das hat mich wirklich zum Ende gebracht und ich habe in mir, ist ein Moment gewesen, nach einem Jahr mehr oder weniger dieser Fahrt, habe ich gesagt, in mir habe ich das so entschlossen, das Leben ist nicht wert zu leben, das ist wie sagt man, das kann man nicht, unnütz. Und ich komme nicht hin, weil natürlich, das sind alles, der Teufel gibt dir immer mehr, weil diese Sache, diese Täuschung, dann kommt die Enttäuschung. Nicht? Täuschung und dann Enttäuschung. Von einer Täuschung zur Enttäuschung, dann bist du kaputt. Also wenn, dann verlierst du alles, natürlich die ganzen Konsequenzen. Und ich habe gesagt, okay, wenn sich etwas nicht in kurzer Zeit ändert, fertig, mache ich dasselbe, wie der gemacht hat. Nicht? Und Gott hat auf diesen Moment gewartet. Weil er hat mein Herz gesehen und kurz danach haben mich diese selben Personen, die mich das erste Mal nach Medjugorje gebracht haben, wieder eingeladen, komm nach Medjugorje. Und ich habe wirklich in meinem Herzen verspürt den Ruf von diesem komischen Ort. Sagen wir so, für mich war es ein komischer Ort. Nicht? Aber ich habe diesen Ruf gehört in diesem so schlimmen, dunklen Moment meines Lebens. Und ich vergleiche das immer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Geschichten von Heiligen Pius, von Pietrelcina, Padre Pio. Der hat die gebeichtet haben, hat sie rausgeschickt, nicht? Geweckt oder hin und her. Und das ist eben einem Doktor aus Rom passiert, das ist im Beichtengang zum Padre Pio. Und dann auf Italienisch sagt, vattene sciagurato, nicht? Also geweckt, gnadenlos oder wie irgendwie. Und der natürlich gesagt, hey, der hat mit Priester und Kirche alle auf einen anderen Planet geschickt und hat total von gottlos weitergelebt. Nach 2 Jahren hat er sich wirklich total so ruiniert, nicht irgendwie, so wie ich das getan habe. Und in einem Moment, wo er so richtig tief unten am Boden war, hat er die Stimme von Pater Pio gehört, nicht? Der ihm gesagt hat, geh weg, denn dieses Vattene ist sciagurato, weil in dieser Stimme war die Liebe Gottes. Weil durch die Wahrheit ist Liebe, die Wahrheit ist Liebe, sonst lebt einer in der Lüge. Und so habe ich auch diesen Ruf von Medjugorje erfahren und habe gesagt, okay, ich komme mit. Und dieses zweite Mal, als ich hier nach Medjugorje gekommen bin, würde ich sagen, eben habe ich diese Liebe Gottes erfahren. Und wie ist das gegangen eben? Ich bin hierher gekommen, so zerstört, total dramatisch, komme und hier nach Medjugorje und spüre in meinem Herzen so einen großen Frieden. Einen Frieden, den ich noch nie gespürt hatte. Und eine Stimme, die mir sagt, der Roland, ich liebe dich und akzeptiere dich so, wie du bist. Nicht wie du sein willst, so wie die anderen wollen, dass du bist. So wie du bist. Das war so ein schönes Erlebnis, aber natürlich meine Reaktion, die natürlich normalerweise immer Nein war, habe ich eben gesagt, nein, das ist nicht möglich. Und das war mein Erlebnis, das mir Gott gegeben hat. Und in diesem Augenblick habe ich dann verstanden, warum wir wichtig sind. Wer mir geholfen hat, an diese Liebe zu glauben, anfangen zu glauben, waren die Pilger, die mit mir waren, die sich eben so umsonst Oder kostenlos, das klingt noch besser. Gut, jetzt haben wir es. Also die sich kostenlos um mich gekümmert haben. Okay, abgesehen davon. Aber ich habe gesehen, dass sie mich wirklich lieben. Was heißt das? Dass wenn ich sehe, dass jemand nicht gut geht, dann sage ich, wie geht's dir? Also diese Sachen, die ich nicht kannte. Und ich denke heute, wisst ihr, wie viele Jugendliche, die wirklich diese Art von
Verhalten es nicht kennen. Weil sie wirklich in einer Welt, wir leben in einer Welt, und ich sage das für uns, verstehen wir uns ganz gut, das ist die Leistungsgesellschaft. Du bist wert, so viel du leistest. Und das ist eben nicht richtig, weil da gibt es tiefere Werte, nicht? Und die wirklich verloren gehen. Und das habe ich irgendwie hier in Medjugorje dann erfahren. Und wisst ihr, was ich meine auch, die wahre Liebe hat keine Angst. Und diese Leute, die mit mir waren, die haben mich geschupft zur Beichte. Weil ich wäre nie an einer Beichte, kann ich mir vorstellen. Die haben mich geschupft. Heute darf man nichts mehr tun. Oh, Achtung. Muss man das freilassen, sonst kommen schon die ganzen, was sagt man da, die ganzen Büros, wie die heißen, die Verteidigung, Freiheitsverteidigung und hin und her. Gott sei Dank haben sie mit Schuffel allein, der hätte es nie geschafft und der Teufel hätte es nie zugelassen. Aber wisst ihr, was wichtig ist? Dass man ein Vertrauensverhältnis aufbaut, das nur durch die Liebe geht. Weil wenn ich verstehe, dass du mich gern hast, dann vertraue ich auf dich. Aber wenn dieses Vertrauensverhältnis nicht geschaffen ist, dann wird es holprig. Ne? Dann ist eben der Glaube, ja. Und das habe ich gesehen, dass die Leute, die mit mir waren, die wollten, die haben mich gern. Und wenn sie mir sagen, ich soll beichten gehen, dann wird schon was gut sein. Nicht? Oder so. Und so, und Gott sei Dank, die Beichte ist der große goldene Schlüssel, weil ohne der geht es nicht. Dort hat alles angefangen und da könnte ich so viel erzählen. Es ist nur, um eben zu sagen, dank des Gebetes, dank Medjugorje, dank viel Gott weiß. Nicht? Von was habe ich wirklich diese Gnade gehabt, hier in Medjugorje eben ein neues Leben anzufangen. Aber das hat dann ganz langsam angefangen natürlich, weil die Gnade Gottes ist in mein Herz gekommen, hat angefangen, ich bin zurück nach Hause und habe keine Drogen mehr genommen. So. Dann langsam nach einer Zeit wieder reingefallen. Dann wieder nach Medjugorje hin und her. Dann hat so ein langer Weg angefangen, von dem raus zu kommen. Und ich würde das in einer der wichtigsten Momente war, wo ich die Gnade hier bekommen habe, und zwar ist eine Gnade, in Medjugorje, wo ich angefangen habe, mir selber zu sagen, ich werde nicht mehr schlafen gehen, ohne einen Rosenkranz gebetet zu haben. Und das habe ich, diese Gnade habe ich bekommen mit einer Botschaft, die ich so gehört hatte, an und dazu mal, und er sagte, liebe Kinder, entscheidet euch für Gott. Liebe Kinder, entscheidet euch für Gott. Was heißt das? Kann mich noch erinnern, auf dem Bus, auf dem Heimweg, bin ich eben zu diesem Pilgerleiter gegangen und sagte, ja, nee, was heißt denn da? Die Mutter Gottes sagt, liebe Kinder, entscheidet euch für Gott, was heißt denn das? Sie hat mir keine Antwort geben können. Ne? Aber dann in dieser Pilgerfahrt nach Hause, während wir den Rosenkranz gebetet haben, ist mir das so einfach, so als wenn die Mutter Gottes mir das sagt, Roland, für dich, dich für Gott zu entscheiden, heißt, dass du entscheidest, von heute an jeden Tag zu beten. Nicht nur zur Messe gehen am Sonntag oder Gebetsgruppe oder was immer, jeden Tag zu beten. Und da habe ich diese Gnade, und da habe ich gesagt, okay, ich werde nicht mehr schlafen gehen, ohne einen Rosenkranz gebetet zu haben. Und das war nicht so einfach am Anfang. Aber da habe ich durchgehalten. Und dieser Rosenkranz ist für mich wie, mich bei der Hand nehmen zu lassen bei der Mutter Gottes. Und sie hat auch gesagt in einer Botschaft, liebe Kinder, helft mir, euch zu helfen. Betet. Weil in dem Moment, wo wir entscheiden, uns Zeit Gott zu geben, weil einen Rosenkranz zu beten, müssen wir niedersitzen und mindestens 20 Minuten oder 25 Gott geben. Und in dieser Zeit, auch wenn unser Kopf, wer weiß Gott, wohin geht, aber Gott arbeitet. Und das habe ich erfahren, weil dann habe ich Leute kennengelernt, die mir immer mehr geholfen haben und auf meinem Weg, auf mich geholfen, den Weg zu finden, der Gott für mich hatte, eben natürlich auch die Musik zu lassen, Drogen zu lassen und mein Leben eben der Mutter Gottes zu weihen. Ihr wisst, die Mutter Gottes war so wichtig, war für mich eines der ersten Dinge, die ich habe mit dem Heiligen Montfort gemacht, die Vorbereitung, dann einfach alles der Mutter Gottes geweiht. Und als ich die Musik und all meine Gaben und was ich hatte, Mutter Gottes geweiht habe, von dem Moment an habe ich nichts mehr für die Welt an Musik getan, sondern nur mal, wisst ihr, da war ein großer Kampf mit dem Teufel.
Als ich da angefangen habe mit dem Medjugorje, die Gitarre, ich spielte die elektrische Gitarre, mit den Virtuosismi und so weiter, diese Sachen. Und dann natürlich war das nicht mehr notwendig, wenn man auf Pilgerfahrt geht, man mit einer elektrischen Gitarre, ich weiß nicht viel machen, also du weißt dann verstärken, war nicht sehr gut. Dann mit akustischer Gitarre, okay? Und da waren wir halt mit der Gruppe hin und her, und da kann ich mich noch genau erinnern, als wir dann singst, Ave, Ave. Okay. Aber da habe ich gedacht, nicht drinnen in mir war das. Schau mal, wie tief du gesunken bist. Schau mal, was du da singst. Weil die halben nicht genau in. Nicht, weil jeder singt gleich so ganz komisch. Nicht? Und, das war doch toll, weil wir waren, weißt du, wenn du in die Gruppen spielst, nicht, da, gibt's, da muss man perfekt sein, nicht, Virtuosisten und so weiter. So. Und jetzt kommt so, und dann alle, weißt jeder singt natürlich, wie er kann, so in die Gruppen hin und her. Und da war ein Kampf drinnen in mir. Nicht? Und Gott sei Dank habe ich das durch, also überbrückt, überwunden. Und ich sage, jetzt gibt es nichts Schöneres, als wie dieses Ave zu singen. Und wir alle zusammen zur Ehre Gottes. Weil die Musik der Welt ist für die Ehre des Musikers. Die Musiker sind im Zentrum. Stimmt was nicht? Und da sagt das Evangelium. Ich sage im Evangelium, der Jesus, dass die Pharisäer die Diebe sind. Wisst ihr noch da? Das ist ein Passus, wo er sagt, wir Diebe. Aber nachher, die Diebe was? Diebe der Ehre Gottes. Weil wenn ich sage, dass ich gut spiele, ja, das ist also mein Fehler. Ich muss in mir haben, das ist eine Gabe Gottes, nicht für mich, sondern zum Dienst für die anderen. Wenn alle so tun würden, dann wäre es schon ganz anders, oder? Dann wäre die Welt nicht so kompetitiv und einer macht den anderen raus und hin und her, sondern würde man zusammenarbeiten. Und das war wirklich eine Gnade, die ich hier in Medjugorje durch das Rosenkranzgebet, das ist so stark besonders, die Mutter Gottes ist einmal erschienen in der Kirche mit Jakob und durch Jakob hat die Mutter Gottes gesagt, betet zusammen. Nur das hat sie gesagt. Betet gemeinsam. Weil es ist das persönliche Gebet wichtig, aber es ist so wichtig, das Gebet gemeinsam, weil es so stark ist. Nicht? Und auch durch diese Erfahrung, singen und beten, langsam habe ich diese Sachen verstanden und angenommen. Und möchte noch eine Sache mit euch, also euch erzählen. Und das ist so interessant, dass wirklich Gott weiß, wie die Sachen am besten zu lösen sind. Nicht? Weil wisst ihr, ich hatte noch das Problem, die Musik war natürlich für mich sehr wichtig. Nicht? Diese Sachen, die ich da gehabt, das war ja, nicht? Das sind so wie Juwelen, also Juwelensteine, nicht, die man zu Hause, ich hatte ja zu Hause die ganzen LPs, nicht, die langen Spielplatten mit dem Teufel drauf, die ganzen Monster und das ganze Zeug. Und das ist mal passiert, das war schön, naja, okay, es war gut auf jeden Fall. Da bin ich dann wieder in einer Pilgerfahrt gewesen und habe eben so eine Kassette gehört, aber dazu mal über den satanischen Rock, nicht, dass da wirklich diese Musik produzieren, sind Satan geweint für diesen Ruhm, für diese Dinge, aber nicht nur für den Ruhm, sondern auch für diese Katechisierung, oder wie sagt man das, also wenn du eine Katechese gibst, was man lernt, weil durch die Musik tust du eine Botschaft geben. Ne? Und deshalb ist das für den Satan wichtig, ne? Dass er besonders die Jugend durch diese Todes, ne? Also über Tod, über die ganzen schlimmen Sachen, ne? Und fahre ich zurück, da bete ich den Rosenkranz, habe ich mal drüber nachgedacht und so, da ist was, stimmt was nicht, nicht? Und habe gedacht, als ich heimgefahren bin, ja, habe ich so gesehen, weil im Gebet, an jeder LP ist ein Dämon angekettet. Und dann verschrocken irgendwie so, nicht? Dann weiter gebetet und so, und dann, so wie wenn der Schutzengel mir gesagt hätte, Nein, die musst du wegtun von zu Hause, weil du hast zu Hause ein Pandemonium, weil das sind viele zu Hause. Nicht? Da habe ich gesagt, nein, das ist nicht möglich. Und da sage ich auch, wie man an den materiellen Dingen hängt. Nicht? Wie die materiellen Dinge oft wichtiger sind als Menschen. Nicht? Weil, oh nee, die das weggeben. Da habe ich gesagt, okay, ich muss die verschenken. Dann plötzlich sagt wieder der Schutzengel, der sagt zu mir, was wirst du die Teufel in deinen Freunden schenken gehen? Ja, was denn da? Wegwerfen.
ja, Wegwerf. Das war. Aber das ist irgendwie eine einzigartige Gnade. Könnt ihr euch vorstellen, ich bin nach Hause gegangen, habe die ganzen LPs mit diesen ganzen Monstern drauf in einen Karton reingegeben und ich, das hat mir wehgetan da. Also wirklich, bin runtergegangen und habe sie in den Mülleimer geworfen. Wisst ihr, was passiert ist? Nach diesem Akt ist mein Verhältnis in der Familie, hat sich verändert. Ich habe wieder angefangen, mit meinen Eltern zu sprechen. Und ich weiß noch, was ich am Anfang gesagt habe, durch die Musik, als ich Probleme hatte mit meinen Eltern, habe ich mich mit dieser Musik voll gepumpt. Und das wirklich oft sind in Familien so große Probleme, weil diese Präsenzen sind. Und das habe ich wirklich durch den Rosenkranz erfahren. Und das Schöne ist eben, dass die Mutter Gottes sagt, liebe Kinder, ihr nur betet, betet, betet. Den Rest habe ich. Und das kann ich wirklich bezeugen. Wären so viele Sachen, ne, zu sagen, die wirklich durch das Gebet sich gelöst haben. Wirklich wundermäßig gelöst haben. Und so habe ich dann alles eben auch meinen Gaben der Mutter Gottes geweiht. Und hier in Medjugorje hat sie mich gerufen, eben mit ihr mitzuspielen, mitzusingen, also die Musik wirklich zur Ehre Gottes einzusetzen. Und ich selber habe sehr viel Heilung und Erneuerung durch Musik erfahren im Diakon, das ein bisschen, und auch besonders die Lobpreis und so, das ist wirklich eine Kraft, die das Herz heilt. Und hier in Medjugorje natürlich sind tausende von Menschen, die immer da sind. Und es gibt nichts Schöneres, also ich habe mal gedacht, na, wenn ich jetzt so ein famoser Gitarrist wäre, nicht in der Welt herum, Konzerte mit 70.000 Menschen, also, das wäre nichts wert. Es gibt nichts Schöneres, als jede Woche hier 15.000 Leute zu spielen in der Anbetung und mit ihnen Gott zu ehren. Weil ich bin so überzeugt, das ist nicht die Musik, das ist nur ein Instrument. Die Gitarre ist ein Instrument, das man dann spielt, nicht auch. Aber auch die Musik selber ist ein Instrument, die der Heilige Geist spielt und die Herzen berührt, öffnet, heilt. Deshalb singen wir zusammen ein Lied, das ich hier in Medjugorje vor dem Allerheiligsten Sakrament geschrieben habe. Das ist einfach so gekommen. Das haben wir seit der Samstag schon da gewesen. Ja. Herr, heile mich. Das Lied ist eben, ich denke, weil das ist eine der größten Gaben, die wir erbitten müssen für uns selber, auf dass wir den wahren Frieden leben können. Weil ein verwundetes Herz verteidigt sich immer. Nicht? Oder es versucht sich zu schützen und auf immer falsch. Also wenn man ein geheiltes Herz hat, dann kommt der wahre Frieden. Deshalb beten wir mit diesem Lied für unsere Heilung, weil oft wissen wir auch die Wunden, die wir haben können. Auch beten wir auch für alle die eben Gott nicht kennen. Und besonders diese Grundwahrheiten. Die Mutter Gottes sagt, liebe Kinder, ihr seid wertvoll. Und besonders auch an uns, das wiederhole ich, was ich zuvor gesagt habe. Liebe Kinder, ihr seid nicht bewusst, wie wichtig eure Person im Plan Gottes ist. Gilt für uns, gell, alle, wichtig. Deshalb auch, ja, was kann ich mehr? Opfer alles auf, was du hast. Leiden und Freuden, alles mit der Mutter Gottes. Und wirklich, das bringt Früchte. Und oft sehen wir sie natürlich nicht, ne? Aber wir glauben, dass wirklich die Mutter Gottes durch, und sie hat es auch gesagt, durch das Gebet des Heiligen Rosenkranzes kann Gott Wunder in eurem Leben wirken. Und das ist für mich irgendwie, wie sie sagt, also im Evangelium steht ja auch drinnen, nichts ist unmöglich für Gott. Wirklich, im Gebet wird nichts unmöglich für Gott. Deshalb lade ich euch ein die Augen zu schließen, währenddem wir dieses Lied singen, ohne zu schlafen natürlich. Also, wenn es möglich ist. Und so, und denken wir an Jesus. Also dort ist zum Beispiel dieser barmherzige Jesus, ist so wichtig, auch diese Liebe Gottes, diese Strahlen, das Blut, eben, was wir auch singen, und das Wasser, das uns reinigt, das uns erneuert, dass Jesus wirklich unser Herz heilt, dort, wo es Heilung notwendig hat. Herr, heile mich, Herr, heile mich, ich glaube an dich. Thank you.
Liebe Kinder, ich lade euch ein zur Heiligkeit der Vergebung. Das war interessant. Das ist eine konkrete Einladung, was Heiligkeit bedeutet. Das ist nicht eben, wer weiß Gott wo zu sein, sondern zu vergeben ist Heiligkeit. Wieso? Weil jede Vergebung
ist eine Gabe Gottes. Ihr wisst, im Alten Testament heißt Auge. Dann kommt Jesus. Was hat Jesus gesagt? Und Jesus ist, wenn ich mich gut erinnere, ist Gott, gell? Ja? Ist Gott? Ja? Okay. Jesus ist Gott, okay? Was sagt er dann? Ihr habt gehört, oder wie sagt er das? Auge um Auge, aber ich sage, also wer redet da? Also nicht Ding, sondern Gott redet, verzeiht euren Feinden und so weiter und so fort. Und das hat er gesagt, also er hat es gesagt, also ist es auch möglich. Was sagen wir natürlich? Oh, das ist schwierig. Das stimmt. Das ist wahr, es ist schwierig. Weil auch für Gott, für Jesus, war es schwierig, am Kreuz zu sterben. War nicht angenehm, höchstwahrscheinlich. Das hat ja auf dem Kreuzberg gewesen, gell? Schon dort eben an der 12. Station, wo Jesus war, nicht einfach. Aber dort hat er uns diese Gnade erarbeitet. Mit seinem Opfer, und dann hat er gesagt, vergib, Vater, vergib mir, weil sie nicht wissen, was sie tun. Und so ist eben, die Kinder machen das ja so, nicht? Also die Kinder machen alles kaputt. Und dann sagen, was sagen die Eltern? Okay, so ist mit Gott und wir, also das ist ja, Gott sei Dank, also nicht, sonst wären wir für alles verantwortlich. Aber eben, was mir gefällt hier, in Medjugorje hat die Mutter Gottes, hat uns gelehrt und mir gelehrt besonders, und das ist nicht so einfach, um zu bitten. Und nur jemand, der demütig ist, bittet. Stimmt das, gell? Da habe ich Probleme gehabt, weißt du, in dieser unserer Wohlstandsgesellschaft. Nicht? Da machen wir alle um etwas zu bitten. Ich bin Selbstständiger. Ich habe ja so alles getan, also mein ganzes Leben. Ich bin selbstständig. Also ich brauche dich nicht, ich bin selbstständig. Das ist gut, nicht? Das ist gut bis zu einem gewissen Punkt, nicht? Aber das ist nicht meine, das ist nicht unser Geist, das ist nicht, was Gott will. Gott will, dass wir zusammen sind, dass einer dem anderen hilft. Und deshalb ist oft auch eine gewisse Armut, geistig oder Ding, ein Segen, weil es uns auftut. Nicht? Und deshalb sage ich immer, anstatt zu sagen, ja, Jesus, es ist schwer, aber ich tue es also nicht. Das ist das Ende, nicht das Ende. Es ist schwer, das ist okay, nee. Aber das weglassen und sagen, Jesus, und das hat der Pater Marinko, der Pfarrer, der leider jetzt fertig, seinen Dienst als Pfarrer fertig hat, aber er hat das immer so schön gemacht, vor der Anbetung, nicht? Oder vor dem Kreuz. Jesus, bitte gib mir die Liebe für diese Person, die ich nicht vertrage. Anstatt darüber zu diskutieren, ja, die ist schlimm hin und her, sagt Jesus, gib mir Liebe, weil wer die Liebe hat, der erträgt alles. Und auch oft einmal nicht diese Aussage, ich habe keine Zeit zum Beten. Stimmt nicht. Ich habe keine Liebe für Gott. Deshalb, okay, in dem Moment, wo ich draufkomme, dann sage ich, was mache ich? Wenn ich gescheit bin, also wenn ich intelligent bin, auf geistiger Ebene, sage ich, Jesus, gib mir die Liebe für dich. Und ich habe ein Lied geschrieben, auf Ansporn von Pater Marinko, der gesagt hat, das heißt, erwecke in mir, das ist auf der letzten CD vom Heiligsten Herz Jesu, das erwecke in mir Liebe und Sehnsucht für dich. Und hier oft in Medjugorje, da sind so viele Menschen, also oben auf dem Altar zu sitzen, da sieht man die ganzen Leute, nicht? Und das ist so schön, und wenn diese, und dann sagt man irgendwie, nicht? Es ist so wichtig, nicht? Einfach, viele Menschen haben, ja, sie ist, also leben so, aber sie haben keine, also sie, wenn ich Liebe und Sehnsucht für Jesus habe, dann suche ich Jesus. Und das ist eben die Liebe, um die man eben bitten, auch bitten kann und auch bitten soll. Und auch den Frieden und die Vergebung ist eine Gabe, die wir einfach bitten müssen. Und Jesus gibt uns die. Aber auch dieses ist einfach eine Möglichkeit, wie der Pater Slavko, ich weiß nicht, ob er bekannt ist, Pater Slavko, aber einmal in einer Meditation am Kreuzberg oben, es war so schön, hat er gesagt, so positiv, nicht? Auch unser Sündenfall, nicht? Wir fallen oft, beichten gegen Sündenfall, aber das hat er gebetet, dass jeder Sündenfall ein Grund zu einer tiefen Kenntnis von dir wird, von deiner Liebe wird. Anstatt uns wegzugehen, soll dieser Fall einfach uns noch mehr die Liebe Gottes erfahren lassen. Deshalb bitten wir eben um diese Gabe des Friedens, die im Herzen kommt, mit dieser
Freundschaft mit Gott, wie die Mutter Gottes gesagt hat, eben betet das Allerheiligste Sakrament an, solange bis ihr so eine tiefe Freundschaft mit Jesus gebunden habt, dass kein, Achtung, in derselben Botschaft sagt sie, dass kein Sturm diese Freundschaft zerstören kann. Weil wie oft kommt das vor, wir beten, alles schön hin und her, dann kommt was Schlimmes. Oh, wie ist das möglich? Gott hat mich verlassen, aber wenn er, also es ist entfernt von Gott, weil wir meinen eben, hingegen nein, so tief, dass wir wissen, dass wenn Gott das zulässt, dann wird schon ein Grund sein. Dann wird schon ein Grund sein, das ist der Glaube. Ich glaube, dass Gott nichts zulassen wird in meinem Leben, was nicht gut ist für die Rettung der Seele. Und das ist wichtig. Und ich schließe ab mit dem, da war ich mal, das ist lang her, gell? Kann ich mich noch genau erinnern, komme ich nach Hause, nach Bozen, also hier bin ich immer, oftmals bin ich zu Hause. Und das liegt, also bei mir zu Hause, die Tageszeitung, die heißt Dolomiten, ihr wisst, die Dolomiten sind die Berge. Und mein Vater liest also die natürlich sehr treu jeden Tag. Also, aber ich sage immer, wer die Nachrichten und die Zeitungen liest, der hat ein Recht, depressiv zu sein. Ich würde ihm deshalb sagen, jetzt sagt die Mutter Gottes, lese das. Mindestens die Tageslektüren, der Messe, nicht? Die sind positiv, nicht? Das wäre besser. Auf jeden Fall schaue ich hin und ich konnte meine Augen nicht glauben. Steht, wir müssen Opfer bringen, um den Euro zu retten. Wir müssen Opfer bringen, den Euro zu retten. Die haben das Gehirn verloren. Ich hier, Mensch, sage, wir müssen opfern, dass wir ihre Seelen retten. Und die sagen, wir müssen opfern, um den Euro zu retten. Ja, da macht man schöne Opfer. Wenn man so denkt, nicht also für die Linie, für die Schönheit, wie viel Opfer man bringt, aber dann etwas für, nicht, oh, das ist mühsam, nicht, am Kreuzberg kennen zum Beispiel oder so. Nicht, aber es ist einfach, es ist schön aufmerksam gemacht. Wie sagt man, aufmerksam gemacht zu werden, dass man aufwacht. Weil das ist eben dieser Lügner, der Teufel, nicht? Der so alles verdreht, nicht? So mit Licht ein bisschen bestrahlt, das ist schön alles. Nicht? Aber so eben der Heilige Geist, der gibt's, der macht mal ein bisschen Zauber. Eben bitten wir um die Gabe, weil sonst kann auch der Friede nicht kommen. Es gibt auch diese, das heißt, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch hat, eben noch mit Problem Bonismo. Weißt du, wenn alles gut geht, nicht? Tolerieren wir alles, ja, es geht alles schon, ja, bist du ein Satanist? Ja, das ist schon in Ordnung. Entschuldigung, okay, jeder kann machen, was will, aber meine Identität darf nicht dabei verloren gehen. Nicht? Deshalb muss ich nicht so sein wie der andere. Deshalb ist auch wirklich die Zeugen zu sein. Und da braucht man Gottes Kraft. Die Kraft, Gottes Zeugen zu sein. Und dem, was einer überzeugt ist. Und da kann dann auch der wahre Frieden sein. Weil sonst, wenn so unklare Dinge sind, kann kein Friede sein. Weil der Friede, wie der Bartoszlawko immer gesagt hat, er ist ja Nummer 1 hier, Medjugorje, die Königin des Friedens, er hat immer gesagt, es kann kein Friede sein ohne Gerechtigkeit. Deshalb muss man immer das ein bisschen schauen, was will die das? Bitten wir, hier Medjugorje, schieß mal ab, okay, was sonst? Solange also bitten wir mit diesem Lied, dass wir diese Gabe des Friedens irgendwie haben und auch bitten können, dort wo wir sind und wo wir auch gerufen sind, dann unser Leben zu leben. Gib deinen Frieden, vor unserem Thank you.
Hinter der Hand des Geistlichen ist das Blut Christi. Und dort kriegen wir die Kraft. Deshalb, dass wir durch den Segen von Donner, wie heißt es? Parla italiano. Canucci. Also durch seinen Segen jetzt bitten wir um diese Gnade, dass wir die guten Vorsätze umsetzen können. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der geschaffen hat. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Er segne euch, der allmächtige Gott, und behüte euch und beschütze euch vor allem Unheil. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Vielen Dank. Danke.